so weiter in dieser Form durchregiert, möglicherweise um ihre harte Herangehensweise zu rechtfertigen, nämlich auch das Maskentragen ist aus meiner Sicht nichts weiter als die Seuchenstimmung aufrechtzuerhalten. Es ist nämlich nichts los, überhaupt nichts los, keine Corona-Aktivität, schon lange nicht. Das haben Sie auch schon mehr schon gesagt, es ist nichts los im Moment. Ja. Das ist damals wirklich, dieser Spruch ist viral gegangen. Jetzt wird ja die zweite Welle herbeigeredet. Genau, die wird herbei getestet. Also wir haben ja die Zahl der Tests katastrophal erhöht, bis auf 1 Million pro Woche. Das kostet den Steuerzahler im Quartal 1 Milliarde Euro. Aber Geld scheint ja keine Rolle mehr zu spielen. Es wird einfach nachgedruckt. Es ist mir nicht ersichtlich, was das soll. Außer, wie gesagt, die Seuchenstimmung am Laufen zu halten. Und was dahinter steckt, ist mir auch nicht klar, warum das gemacht wird. Es ist völlig, aus meiner Sicht völlig abwegig. Und müsste jederzeit eingestellt werden. Sowohl das Maskentragen als auch das Testen. Gibt überhaupt keinen Sinn. Was würde dann passieren? Wahrscheinlich nichts. Nichts würde passieren, ja. No. Was ist dann Ihre Prophezeiung für diese zweite Welle? Sie haben damals gesagt, da kommt keine zweite Welle. Aber Sie können natürlich jetzt auf die nächste Corona-Welle, das ist dann Corona 21, warten. Da wird es sicherlich im Winter wieder eine leichte Corona-Aktivität geben. Das war ja in diesem Jahr auch zu sehen. Das ging so hoch bis auf 8% und dann ging es wieder runter. Und das Gleiche passiert wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Da kann man natürlich dann wieder eine Seuchenstimmung herbeizaubern, indem wieder mehr Fälle gibt. Und es wird ja auch die Darstellung in den Medien ist ja unglaublich. Da wird immer kumulativ berichtet. Ich meine, wenn Sie von einem Tag auf den anderen aufaddieren, dann ist es klar, dann können die Zahlen nicht zurückgehen, sondern dann können sie nur nach oben gehen. Und im Deutschlandfunk hört man also dann jeden Morgen mit sorgenschwerer Stimme, die Zahl der Infizierten hat sich wieder erhöht, die Zahl der Toten hat sich erhöht. Ja, das geht nur. Das geht nur. Man kann die Zahlen nur erhöhen, wenn man sie kumulativ darstellt. Ja.